So, Andreas, methodisches Arbeiten in der Beratung. Was zeigst du uns denn jetzt? Ich würde jetzt als erstes die Wunderfrage zeigen. Das ist eine Technik aus der Lösungsorientierung. Kam ursprünglich von einer Klientin, die die gute Idee hätte, dass, wenn ihr Problem weg wäre, müsse dafür ein Wunder geschehen. Und das haben die Leute aus diesem Brief Family Therapy Institute aufgenommen und haben sie weiterentwickelt. Okay, das ist Und sehr in eine Frage gepackt. interessant. Und die würde ich jetzt meiner Klientin stellen. Wie weit bist du mit der Klientin? Es ist ein Erstgespräch. Wir haben die Joining-Phase gemacht, sind schon so ein bisschen in Beziehung. Und jetzt würde ich ihr dann die eben genannte Frage stellen. Okay? Gut, Frau Eichenberg, jetzt habe ich ja schon so viel von Ihnen erfahren dürfen. Und jetzt würde ich gerne Ihnen eine etwas ungewöhnliche Frage stellen. Ist das okay für Sie? Doch, das ist okay für mich, ja. Okay. Gut. Stellen Sie sich vor, Sie gehen nach diesem Gespräch, gehen Sie nach Hause, machen diese Dinge, die Sie immer tun. Ich weiß nicht, vielleicht etwas kochen, noch etwas essen. Dann vielleicht schauen Sie noch einen Film oder eine Serie, ganz wie es Ihnen beliebt. Dann gehen Sie ins Bett und schlafen ein. Und währenddem Sie schlafen, kommt so wie eine Fee an Ihr Bett und es passiert ein Wunder. Und der Grund, warum Sie heute zu mir gekommen sind, wäre einfach weg. Weil Sie aber natürlich geschlafen haben, haben Sie nicht realisiert, dass diese Fee gekommen ist. Sie würden also morgen aufwachen und das Wunder wäre einfach geschehen und Sie haben es nicht realisiert. Jetzt, wenn Sie die Augen aufschlagen würden, an was würden Sie merken, dass dieses Wunder geschehen ist? Was wäre so das Erste, was Sie realisieren würden? Irgendwas ist anders. Ich wäre wach und munter und das, bevor der Wecker abgegangen ist. Okay. Was noch? Ich würde mich ausgeschlafen fühlen und ich hätte Lust zum Aufstehen und es würde mich überhaupt nicht stressen, jetzt das Bett zu verlassen. Schön. Okay. Was wäre vielleicht noch anders, neu? Ich würde den Tag so richtig voller Energie angehen, so aufstehen und mich auf den Tag freuen und mich freuen auf all meine Aufgaben, die auf mich warten. Was noch? Kommt Ihnen noch etwas in den Sinn? Ja, so dieser Druck wäre weg. Okay, So Druck wäre weg. dieser Druck von irgendwie muss ich alles, was ich heute zu tun habe, schaffen. Und es würde mir einfach gelingen. Ich würde mich einfach darauf freuen. Okay. Also Sie würden vor dem Wecker wach sein, Sie würden wirklich wach sein, also Sie würden so fast ein bisschen aus dem Bett springen, Ja. freudig auf den Tag. Der Druck wäre weg, Sie würden sich leichter fühlen. Wäre da noch was, was Sie, woran Sie merken würden, irgendetwas ist anders? Ich glaube einfach, meine Grundstimmung wäre so richtig freudig. Okay. So, es würde mir gut gehen. Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen in den Sinn kommt? Jetzt so spontan gerade nicht, nein. Okay, gut. Dann Ihrem Ehemann. Ich weiß nicht, vielleicht ist er schon aufgestanden, vielleicht auch nicht. Was würde ihm auffallen, was er sagen würde? Also, Frau Eichenberger, meine Frau heute, irgendetwas ist da anders. Was würde er sagen? Ich würde ihm nicht den Kopf abreißen, wenn er mir nur guten Morgen sagt. Okay. Ich wäre kein Morgenmuffel. Sie werden kein Morgenmuffel. Nein. Okay, gut. Er würde sich nicht in Lebensgefahr begeben, wenn er mich nur anspricht. Okay. Was noch? Was würde ihm sonst noch auffallen? Ich glaube, das würde ihn schon fast vom Stuhl hauen. Das würde ihn schon vom Stuhl hauen. Ja. Ja, Ja. okay. Weil er kennt das, dass er mich ja nicht ansprechen darf und
bevor sie ihre 5 Cafés intus hat, ist da gerade gar nichts zu wollen. Und ja. Sie haben mir erzählt, Sie haben 2 Kinder. Woran würden die merken, dass in dieser Nacht irgendetwas geschehen ist, was Frau Eichenberger anders sein lässt am Morgen? Ich glaube ebenso meine Grundstimmung. So nicht dieses los aufstehen und vorwärts machen und zack, 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 sondern mehr wirklich dieses, ah, so, guten Morgen, jetzt gehen wir den Tag an. So. Ich glaube, die ganze Grundstimmung wäre anders. So eine gewisse Leichtigkeit. Ja, und so kein Stress und so, ja, gute Laune. Gute Laune. Gute Laune und nicht ein so macht vorwärts und hopp und zack und Was noch? Was würden die Kinder noch entdecken? Kinder sind ja immer unglaublich entdeckungslustig und sehen immer Dinge, die wir Erwachsenen manchmal gar nicht mehr so sehen. Ja, vielleicht wären sie überrascht, weil ich das Frühstück für alle vorbereite und es nicht jeder für sich selber machen muss. Okay. So, dass sie sich mal an den gemachten Tisch setzen dürfen. Okay. Tisch setzen. Was noch? Die Mama spricht mit Ihnen. Die Mama spricht mit Ihnen? Okay. Hält sich nicht nur an der Kaffeetasse fest und... Und ist so in sich? Okay. Ja. Jetzt nehmen wir an, ausnahmsweise hätten wir eine Kamera installiert. Also da wäre irgendwo eine Kamera, oh, die wird das so filmen. Was würden wir sehen, wenn wir diesen Video anschauen würden? Was wäre anders? Ich glaube, die ganze Grundstimmung in der Familie am Morgen. Okay. So. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann so, wenn ich so viel gelöster und fröhlicher und munterer bin, dass das vermutlich auch auf die anderen abfärben würde und der Tag einfach, ja, so. Wie man das auch in der Werbung sieht, so alle sind fröhlich und alle sitzen da gemütlich zusammen und starten gemeinsam in den Tag. Mhm. Okay. Gäbe es noch sonst was, was man da entdecken würde? Außer dem Fröhlichsein, außer der Grundstimmung, die besser wäre? Ich glaube, verwirrte Gesichter. Verwirrte Gesichter, okay. Ja, weil sie das von mir nicht kennen. Sonst noch etwas vielleicht? Ein ausgewogenes Frühstück. Weil nicht jeder was das nimmt, was er gerade Lust hat aus dem Kühlschrank. Sondern wenn ich das mache, gibt es da vielleicht ein bisschen gezielt. So in jüngster Vergangenheit, wenn Sie zurückdenken und sich dieses Wunderbild, dieses Bild, das Sie eben so wunderbar gemalt haben, wenn Sie sich das so vorstellen, gab es da in jüngster Vergangenheit irgendeinen Morgen, wo es so ein bisschen schon so war wie dieses Wunder, das Sie mir beschrieben haben? Ich glaube, das war das letzte Mal so ein bisschen vor letzten Sommer, so in den Ferien. Okay, letzten Sommer in den Ferien. So ein Zeltplatz, ein Wohnwagen. Okay. Und was war da anders? Wir hatten Ferien, wir hatten Zeit. Ich hatte nicht unzählige Termine, mit alles pünktlich in die Schule bringen zu müssen, mich pünktlich fertig machen, zur Arbeit gehen, alle Termine der Familie und alles unter einen Hut zu bringen. Wir hatten einfach Zeit. Okay, Zeit. Gibt es sonst noch etwas, was vielleicht dort auch anders war im Vergleich zu heute, zu dieser Situation heute? Es hat kein Wecker geklingelt. Kein Wecker geklingelt, okay. Es ist einfach lockerer. Wir sind alle entspannter. Mein Mann hat keinen Stress und muss auch nicht weghetzen. Die Kinder müssen nicht an viele Sachen denken, die sie für die Schule mitnehmen müssen. Ich muss nicht 100-mal nachhaken, hast jetzt die Zähne geputzt und jetzt musst du deine Haare noch kämmen und pack deine Schultasche und wieso hast du immer noch die stinkenden Socken im Turnsack? Und das fällt halt alles weg, so diese Stressmomente. Und es werden eben mehr so, dass sie hätten Zeit. Sie wären leichter, die Grundstimmung wäre besser. Ja,
Definitiv. Und Sie ich muss zusammen frühstücken. Genau, und ich muss auch nicht an 100 Termine denken und auch nicht gleich loshetzen. Und Und das war damals schon ein bisschen so. Und jetzt, was wäre so der erste klitzekleine Schritt so in Richtung dieses Wunders?